Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alan Wake, die Bonusfolge. Jetzt ist das Special 2 der Schriftsteller dran. Mal schauen, was uns da erwartet. Bisher bei Alan Wake. Das ist kein See, es ist ein Ozean. Nachdem ich meine Frau vor dem mysteriösen Dunkel gerettet hatte, war ich am dunklen Ort gefangen. Fantasie kann hier dein Feind sein! Einer albtraumhaften Welt, die irgendwo jenseits der Ufer unserer Existenz liegt. Ihretwegen geschieht das alles. Du musst tun, was Zane dir sagt. Folgen Sie dem Signal. Kommt das wirklich alles aus meinem Kopf? Der Dunkelort spielt Ihnen Streiche. Auf dem Weg durch die sich ewig verändernde Landschaft versuchte ich, Thomas Zane zu erreichen. Sie sind in Ihren Albträumen gefangen. Sie gehen immer tiefer rein. Na bitte, Alan. Hartman? Sie bilden sich das ein. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Im Ernst, Ray, dieser Rahmen gerät außer Kontrolle. Nein, raus aus meinem Kopf. Reiß dich zusammen, Herr. Du weißt doch, die Realität ist hier anders. Genau das meinte ich, Herr. Ich glaube, ich sitze hier fest. Du musst selbst einen Weg nach draußen finden. Ich warte. Denk daran, du bist immer noch am dunklen Ort. Das weißt du, ja? Ich will dich nicht beunruhigen, Kumpel, aber es geht um die Wurst. Schön. Ja, ich spürte, wie der Druck zunahm. Barry hatte recht. Die Zeit lief davon. Alles, was ich sah, war eine dunkle, verdrehte Version der Realität aus meinen Erinnerungen und Gedanken. Genau. Deswegen... Krümel? Ja, deswegen müssen wir jetzt einen Weg rausfinden. Nochmal diese Bücher. Und wir haben nichts, keine Waffen mehr, keine Lampe mehr und da leuchtet irgendwas. Richtig verstanden. Ein bisschen Schwung hat immer eingeholfen. Ich musste es akzeptieren. Wenn all dies meinem Geist entsprang, dann ließ ich selbst es geschehen. Ich kämpfte buchstäblich gegen mich selbst. Ein Moment der Klarheit. Genau. Wer kenne ich am besten? Niemand selber. Überraschung, gefällt mir nicht. Eine Überraschung gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist eine gute Überraschung. Das soll eine Überraschung sein. Was? Oh Gott. Was? Gibt's hier nichts mehr? Oh, kommt schon. So. Ach, da. Nach dem Abschluss von Departure war ich selbst auch fertig. Ich hatte nur Alice retten wollen. Danach wollte ein Teil von mir aufgeben und sterben. Aber ich hatte nicht aufgegeben. Thomas Zane hatte mich gefunden. Ich hatte eine Albtraumlandschaft durchquert und war seinem Signal gefolgt. Er hatte mir gesagt, dass ich zu tief hineinging. Ich wusste nicht, ob er den dunklen Ort oder den Wahnsinn meinte. Vielleicht war es dasselbe. Ja. Oh, diese Bilder, die kennen wir doch irgendwo her. Ach, wir sind ja bald wieder hier in diesen Dings. Oh Gott, da ist doch was. Pumpgun.
Okay. Hier liegen die ganzen Wikinger-Zeug. Gott. Wir machen es einfach wieder. Ganz einfach. Immer rechts. Ja, das wird zu einfach. Was war auf der anderen Seite? Da muss noch was gewesen sein, oder? Gucken wir mal nach. Jetzt springt das Videospiel. Okay. Ich erwarte irgendwie gerade einen Gegner. Oder doch nicht? Vielleicht war es zu offensichtlich. Hey Al! Gut gemacht! Du bist also echt irre, was? Mal ehrlich, damit haben wir doch gerechnet. Naja. Aber ich fühle mich recht vernünftig, den Umständen entsprechend. Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind, deshalb sind sie verrückt! Hey, sieh dir die Leitschuhe unter der Lodge an! Das ist Zanes Licht. Ja, weiter singst du nicht mehr. Das heißt, er hat dich fast eingeholt. Du solltest mit ihm reden. Das Auto können wir nicht benutzen? Ach, Mist. Nur alles abgrasen wieder. Okay. Wir haben echt nur die Pappgun momentan. Und hier steht jede Menge Feuerwerk. Und machen wir wieder hier Rock'n'Roll Time oder was? Jede Menge Feuerwerk! Klasse! Wake, hörte die Old Scott spielen! Die Musik war ganz verdreht! Sie zog die Schreckgestalten an! Oh Gott. Nein. Ach ja? Erinnerst du dich daran, Herr? Weg. Die Musik reicht bei uns. Mummer und Wake herum. Oh Gott. Na, wie gefällt euch das, hä? Autsch. Hey! Weg mit euch! In jedem Moment kamen mehr! Die würden ihn überredet! Nicht mit mir! Hey! Ist das nicht ironisch, dass du Schriftsteller bist und von deiner Fantasie bedroht wirst? Als ob deine größte Kraft sich gegen dich richtet! Sehr tiefsinnig, aber ich versuche hier gerade nicht zu sterben. Mann, immer gleich so melodramatisch. Hey, das ist ja wirklich zu heftig gerade. Wie? Überall kommen die Leute, wir haben so, können nichts machen. Jede Menge Feuerwerk! Klasse! Wake, hörte die Old Gods spielen! Die Musik war ganz verdreht! Sie zog die Schreckgestalten an! Ach ja? Erinnerst du dich daran, Herr? Thank you.
Ja. Keine Chance. Keine Chance, es ist gerade zu heftig. Versuche jetzt eigentlich mal alles freizuschalten. Jede Menge Feuerwerk. Klasse. Wick, hörte die laber nicht. Die Musik war ganz verdreht. Sie zog die Schreckgestalten an. Ja. Braucht kein Mensch. Noch mehr. Nicht mehr viel Muni. Hey, ist das nicht ironisch, dass du Schriftsteller bist und von deiner Fantasie bedroht wirst, als ob deine größte Kraft sich gegen dich richtet? Sehr tiefsinnig, aber ich versuche hier gerade nicht zu sterben. Mann, immer gleich so melodramatisch. Umzingelt von Feinden und betäubt vom Lärm. Awake, Wilson. Weg! Stopp doch! Nein! Oh! Alter, Falter. Du kannst jetzt reingehen, Al. Der Große hat die Tür eingeschlagen. Schön für ihn. Und das klang irgendwie von Barry ein bisschen komisch gerade. Ja. Mal ein bisschen... Batterie? Hallo? Jemand hier? Wow! Das ist typisch du, Al! Immer machst du alles so kompliziert! Das ist nur eine Erinnerung. Selbst seine Erinnerungen sind kompliziert. Ja, du wirst wohl mit Zane reden müssen, jetzt, da er tatsächlich hier ist. Ich lasse euch dann, nicht Fantasiegestalten einfach mal in Ruhe reden. Du kommst nicht? Nee, ich war eine Stütze, weißt du? Du schaffst das jetzt allein, Kumpel. Okay. Zane. Sie waren gut, Alan. Jetzt kann ich Sie begleiten. Sie sind in Ihrem Traum gefangen. Sie müssen sich wecken, aber erst müssen Sie sich selbst finden. Die Hütte? Ja, meine Hütte. Das wird nicht leicht. Ihr früheres Werk kann Ihnen helfen. Ich habe noch einige Seiten Ihres Manuskripts übrig. Solche Worte sind hier mächtig. Oh.
mal hin und schnappen uns diesen Manuskript. Klar. Noch mal das. Das ist es? Der Leuchtturm? Das passt sehr gut. Ich kann Ihnen dahin helfen. Aber danach sind Sie allein. Ich kann jetzt nicht in die Hütte. Dafür hat das Dunkel bei unserer letzten Begegnung gesorgt. Sie treten sich selbst gegenüber, in Teilen Ihres Geistes, die sich schwer kontrollieren lassen. Den Kampf kann niemand für Sie gewinnen. Und noch hüpfen oder was? Gott. Aber ja, klar, dass wir alleine kämpfen müssen. Sonst wäre es ja langweilig. Ein Boot? Okay, das ist was anderes. Yep. Nur von hier aus schon? Ja. Ahoi, Captain! Ich war froh, Zane an diesem Ort dabei zu haben. Er kannte das Gelände, wie es jetzt war. Aber ein Teil von mir fragte sich, ob er überhaupt noch ein Mensch war. Nach so vielen Jahren hier. Gute Frage. Das wissen wir halt jetzt nicht. Hütte. Was? Oh Gott, das ist wieder so ein Fernseher. Die Welt kippte! Sie stand auf dem Kopf! Wake war verloren! Er würde fallen! Er wusste noch immer nicht, wo oben war! Er würde hier sterben! Zerfetzt vom Wirbelsturm! Nein! Das sind Pfeile. Also hier lang und da lang. Und da lang. Oh. Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie auf Beton aufschlagen. Mich nicht so sehr töten wollen. Der Würde ihn abwerfen. Eine Brücke? Okay, müssen wir hier alles freischalten. Das brauchbar ist wahrscheinlich finden. Da hinten haben wir noch was. Okay, wir müssen anscheinend hier drauf hüpfen, um damit dann rüber zu kommen. Das sieht mir nicht gut aus. Nehmen wir das? Schnell in den Bus. Oh Gott. Halt ab! Da hinten ist ein Weg. Da drauf müssen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt ab! Uff! Autsch, bin ausgewichen. Ich
Ich musste durch das wirbelnde Chaos hindurch. Es erinnerte mich an das Dunkel. Nur eine weitere Erinnerung. Es konnte mich trotzdem töten. Okay. Ach, sowieso mal einen Weg. Hä? Nein! Nein! Oh, nein! Ach Mann. Okay. Ja. Warum läufst du weiter? Warum läuft er weiter? Einfach nur drauf springen. Ah. Oh. Dann wollte ich wieder weiterlaufen, ich wollte dagegen steuern und dann läuft er doch nicht weiter und dann läuft er einfach gleich weg. Ah, was ist das für eine Scheißsteuerung? Geht doch. Meine Güte. Was? Was ist das? Na, schon keine Welt mehr. Das ist doch schon... ein doofer Ort. Hä? Wo gehen wir denn hin? Weg! Meine Güte! Kettensäge? Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Konzentrieren Sie sich auf den Leuchtturm. Wenn Sie ihn erreichen, finden Sie die Hütte. Es wird hier immer verrückter sein. Ja, das ist zu erwarten. Sie kämpfen um sich selbst. Die Landschaft reflektiert diesen Kampf. Aber jeder Schritt bringt Sie näher. Wenn Sie durchhalten, können Sie die Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Okay. Jetzt, da ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wurde die Umgebung wilder und seltsamer. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Ja, ist auch logisch. Aber hier am Ende, also hier das Ding hier, verabschiede ich mich für heute, oder für dieses Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut bei mir wieder ein. Bis dahin. Tschüss.